Challenge 1. Surfen. Okay, ganz ehrlich, das ist eine Riesenwelle. Ja. Ja, und die ist mega schnell. Aha. Meinst du, wir sollten vielleicht üben davor? Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich muss auf jeden Fall noch mehr in die Knie und anspannen, anspannen, anspannen. Das ist mega cool, wie im richtigen Surfen. Also, das ist wirklich mega. Ich stand irgendwie ein bisschen falsch, von eben war es besser. Ich muss immer die Technik ausbessern. So, ich würde behaupten, wir haben jetzt schon mal perfekt geübt und sind bereit, oder? Ja! Dann beginnen wir mal mit unserer Challenge. Aber was ist die Challenge eigentlich? Wir beide werden jetzt surfen hintereinander und die Person, die am längsten auf dem Board bleibt, hat gewonnen. Aber warte, Jonas. Du warst schon viel länger auf dem Board als ich, also machen wir es dir noch schwerer. Und ich stelle dir noch ein paar knifflige Matheaufgaben und dann wollen wir noch mal sehen, ob du dich immer noch so lange hältst. Aber ich war nie so gut in Mathe. Das ist aber nur gerecht. Mavi. Versuchen. Ich bin mal gespannt, wie Jonas das macht. Also es ist wirklich schwer, sich da so zu halten. Aber ich bin mal gespannt. Jonas. Jonas ist bereit, ich auch. Ich stelle ihm jetzt knifflige Matheaufgaben. 7 mal 4. 28. 5 mal 7. 35. 20 minus 11. 20 minus 11, 9! 24 minus 6! Warte mal! 24 minus 6! Da war er drin! Oh, okay. Okay, Jonas, ich gebe die Fragen, auch mit Handicap. Bist du eindeutig der bessere Surfer? Oh, danke schön, aber du hast ja noch eine Chance, um alles rauszuholen. Denn die nächste Challenge, die wird ziemlich rasant und schnell. Challenge 2. Wasserskirennen. Okay, Respekt, nicht schlecht. Ich bin immer mal gespannt, wie du dich gleich in unserer Challenge schlägst. Denn normalerweise beim Wasserskifahren, da braucht man ja Skier. Wir dachten, das ist ein bisschen langweilig. Wir bringen das einfach mal auf ein neues Level. Und haben hier so richtig coole Wassertierchen. Und so ein Auto, also irgendwie sind so Wasserdinger. Und mit denen lassen wir uns jetzt hintereinander einmal über das Wasser ziehen. Und müssen uns so lange wie möglich auf dem jeweiligen Ding halten. Ja, und wer ins Wasser fällt, das ist dann, glaube ich, schlecht. Ja, und wer es halt insgesamt auf allen Poolflöhen, die es am längsten hält, der hat die Challenge. Sehr gut. Jetzt nur die wichtigste Frage. Mit was starten wir eigentlich? Ich würde sagen, mit dem Kamel. Mit Hugo. Okay. Der ist cool. Runde 1. Ich bin bereit und ich fahre jetzt los. Hoffentlich komme ich bis zum Ende. Entwickeln. Ich bin mal gespannt, wie Jonas es schafft. Bin bereit. So, Hugo. Okay. Mit dem Kamel Hugo hat es nicht so gut funktioniert. Deswegen schnappen wir uns jetzt das Einhorn. Wie heißt das eigentlich? Wir können es ja Rainbow nennen. Es hat so einen schönen Regenbogen. Es ist auch Rainbow. Runde 2. Bin gespannt. Hilfe. Los, Einhorn. Wir gucken auf den Zwischenstand. Derzeit hat Mavi 10 Sekunden und ich habe 6. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen länger draufhalten auf dem Ding. Runde 3. Ich bin bereit. Lass das Rennen starten. Oh.
Ich bin erstmal so nach oben und dann bin ich fast abgehoben mit dem Ding. Ich leg mich jetzt genauso wie Marvi auf dieses Ding hier drauf und hoffe, dass es funktioniert. Vielleicht hebe ich ja auch so ein bisschen ab, das sah ziemlich cool aus. Egal, Hauptsache lange drauf bleiben. So. Okay, Fazit. Das Auto war's. Das ist super. Wir haben die letzte Runde geschafft und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf den Punktestand, oder? Yes. Okay, und? Oh, Gleichstand! Oh! Ja, das heißt, ich habe noch voll aufgeholt. Du hast mal ein bisschen meine Technik geklaut beim Auto. Vielleicht ein bisschen. Ein kleines bisschen. Das sah aber auch so lustig bei dir aus. Ja, gut, aber trotzdem, checkt war ganz gut. Ja. Und ich würde sagen, wir haben uns auf jeden Fall eine Pause verdient, oder? Yes. Tago! Wie man unschwer erkennen kann, haben wir das Togo-Show-Studio in eine Turnhalle verwandelt. Denn Hayley vom YouTube-Kanal Hayleys Turnwelt ist immer noch bei uns. Und sie wird uns und euch mal zeigen, wie das perfekte Rad geht. Und ich würde mal sagen, der Profi zeigt uns erstmal, wie das perfekte Rad geht. Sehr gut, 10 Punkte von mir. Ziemlich, ziemlich gut. Ich versuche das jetzt auch mal und guck mal, wie das bei mir aussieht. Achtung, okay. Jetzt kommt's. Bist du bereit? Mhm. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, wie man damit anfängt. Tada! Okay, Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Übung. Ich aber ehrlich gesagt auch, es ist mir auch sowas von egal, wie lange das heute dauern wird, denn am Ende geht es um den großen Togo Show Challenge Wanderpokal, den Jonas oder ich bekommen werden, je nachdem, wie du unser Rad am Ende bewertest. Und ich würde sagen, dafür lohnt es sich zu üben. Also bevor wir jetzt das Rad machen, müssen wir uns natürlich erstmal aufwärmen. Und wir fangen jetzt erstmal an mit Armkreisen. Komisch, hm? Also am wichtigsten ist generell die Körperspannung. Also sehr wichtig die Arme und die Beine, Bauch und Hüfte und alles. Und dann müsst ihr beim Rad noch obenrum lang gehen. Natürlich würdet ihr das mit dem Bauch zur Wand machen, damit die Beine nicht so vorne lang gehen, sonst kommt ihr nicht richtig rum. Okay. Klingt ganz einfach. Na, hast du einen Tipp für mich? Wow. Okay. Yo. Erstmal ein bisschen die Beine mehr strecken, aber sonst war es schon ehrlich voll gut. Ja! Das war schon viel besser. Ja? Ja. Cool. Ich mach mal. Hey, werd mal. Nicht zu gut, okay? Ich will den Pokal. Wow, okay. Also es wäre gut, wenn du erstmal mit dem Bein aufkommst, mit dem du als erstes hochgehst. Also gehst du so hoch und mit dem Bein landest du auch als erstes. Tada! Oha! So? Das sah jetzt schon viel, viel besser aus als das erste, wirklich. Okay, jetzt kommt das große Finale. Jeder von euch beiden kann nur ein Rad machen und ich bewerte das dann mit Punkten von 1 bis 10. Und ja, der Bessere gewinnt den Pokal. Oh, okay. Oh. Gut, ich bin bereit. Ich auch. Gut. Kriegst du das hin? Stör nicht meine mentale Vorbereitung. Ich schaff das. Tada! Wow. Oh. Und? Wie war's? Oh, ja, eine 8 ist gut, oder? Ich bin gespannt, ob Jonas das noch schlägt. Ich auch. Ich will dich ja nicht stören, aber weißt du schon, mit welchem Bein du anfängst? Nein. Wenn ich ehrlich bin, nicht. Aber ich mach's jetzt einfach. Mal gucken. So, 3, 2, 1, und go. So? Ja, kannst ehrlich sein. Ja, warte, dann habe ich aber verloren. Ja, und ich habe gewonnen. Ich bekomme den großen Togo Show Challenge Wanderpokal. Yay! Und
Und da ist er, der Togo-Show-Challenge-Wanderpokal. Ich habe ihn gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gewöhn dich nur nicht zu lange dran, denn beim nächsten Mal, da gehört er dann mir. Wir werden sehen. Aber gut, ich bin jetzt mal nicht so. Guck ihn dir mal an. Naja, erstmal Hayley, vielen, vielen Dank dir, dass du bei uns warst und uns das Ratschlagen beigebracht hast. Ich muss auf jeden Fall nochmal üben. Gerne, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Togo! Hier, wo ich gerade bin, geht es um Spaß, Sport und Pferde. Wow! Aber nicht nur ganz normale Pferde, sondern Pferde, die richtige Tricks können. Aber nicht nur die Pferde, sondern auch die Person, die da oben drauf steht. Die kann nämlich auch ein paar Tricks. Die Tricks kann, ist die Anne. Anne ist schon seit fast 10 Jahren dabei und liebt die Akrobatik auf Pferden. Voltigiert wird aber meistens mit mehreren zusammen. Denn auf dem Pferd wird mit viel Geschick und Balance gestapelt. Im Voltigieren ist Anne bereits 4-facher deutscher Meister, Europa- und Weltmeister geworden. Wow, so viele Auszeichnungen! Aber bei solchen Kunststücken auf dem Pferd braucht man sich ja auch nicht wundern. Wow, also das sah ja schon mal richtig gut aus, was wir da gerade gesehen haben. Wie bist du denn zum Voltigieren gekommen? Ich reite eigentlich schon mein ganzes Leben. Also ich bin in einer Pferdefamilie aufgewachsen. Und dann war ich auf einem Turnier und da habe ich Voltigieren als Schaunummer quasi gesehen. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, das will ich genau so machen. Gibt es bestimmte Regeln, mit denen man anfängt, wie man beginnen muss, sodass man dann wirklich auch Stabilität hat? Naja, eine gute Voraussetzung ist, wenn man vorher schon mal entweder geritten oder geturnt hat, weil das sind so eigentlich die beiden Komponenten, aus denen sich das Voltigieren zusammensetzt. So, jetzt hast du uns so viel über das Voltigieren erzählt und jetzt habe ich eine zündende Idee gehabt. Ich möchte dich gerne zur Togo-Voltigiermeisterin machen, wenn du einen bestimmten Trick meiner Wahl machst, und zwar einen Schulterstand auf dem Pferd. Schaffst du das? Ja, das schaffe ich. Ach so, so einfach geht das also? Ja. Okay, das würde ich sehr gerne sehen. Wow, ich glaub's nicht, du hast tatsächlich einen Schulterstand geschafft. So, somit bekommst du von mir die Togo-Auszeichnung zur Meisterin im Voltigieren. Ist besser als Weltmeisterin, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auch Weltmeister im Voltigieren werden möchte, kannst du mir sagen, was man da alles beachten muss? Das zeige ich dir jetzt. Jetzt geht's für mich aufs Pferd. So tolle Sachen wie Anne kann ich zwar nicht, aber hey, jeder fängt mal klein an. Grundkurs Voltigieren. Erstens, dehnen. Erstmal wird sich eine Runde aufgewärmt. Dafür gibt es verschiedene Übungen. Also meistens machen wir einfach Spagat. Oh, Spagat, kann ich gut. Kann man machen? Naja, kann man aber auch lassen. Beine schwingen und sowas? Ah, oh, bei dir sieht das so gerade aus. Guck mal. Das müssen wir aber noch mal üben. Grundkurs Voltigieren. Zweitens, kennenlernen. Am Anfang muss ich das Pferd erstmal kennenlernen. Dafür nehme ich die Zügel buchstäblich in die Hand. Darf man den streicheln? Ja, klar. Beißt er? Nein, auf gar keinen Fall. Der mag mich nicht. Baby. Hey, Baby. Grundkurs Voltigieren. Drittens, Basistricks. 1, 2, 3. Jawohl. Oh, Anna hat mein ganzes Gewicht getragen. Okay, es geht direkt los. Oh, es ist aber gemütlich hier oben. Was aber so einfach aussieht, ist schwieriger als gedacht. Du kannst mal deine Hände loslassen. Jawohl. Ey. Immer schön die Balance halten und nicht nach unten gucken. Bloß nicht runterfallen. Den rechtes Bein über den Gurt zu legen quasi. So? Ja, genau. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ah, guck mal. Wir legen noch mal eine Schippe drauf. Jetzt wird sich aufs Pferd gestellt. Jawohl. Hey! Wow, ist das hoch. Da wird mir fast schwindelig. Ja, wow. Also ich bin richtig kaputt. Aber ich würde sagen, das waren die Basistricks. Ja. Ne? Ja. Und jetzt muss ich hier irgendwie wieder runterkommen. Genau. Am besten zu der Seite, richtig? Ja. Immer die linke Seite. Und ich darf mich hier einfach festhalten? Genau, richtig festhalten. Oh, richtig wow. Ranziehen und festhalten. Genau, sehr gut. Ja, also das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe richtig viel dazugelernt. Ja. Danke dafür. Sehr gerne. Und ich glaube, jetzt ist der erste Anfang gemacht, um irgendwann mal ein richtiger Meister im Voltigieren zu werden, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut.
Raus geht's an die frische Luft, sich mal ein bisschen die Beine vertreten. Ein normaler Spaziergang wird es aber nicht. Jetzt gibt's Action auf Rollen. Schuhe an, Schoner anlegen und los! Seid ihr auch schon mal Inliner oder Rollschuh gefahren? Das kann eine ziemlich wackelige Angelegenheit werden, aber nicht für den Robin hier hinter mir. Der ist nämlich richtiger Profi und der weiß, wie es geht. Und er zeigt mir heute die besten Tricks für Anfänger. Das ist nämlich gar nicht so leicht, glaube ich. Aufgepasst! Robin Rücker ist 19 Jahre alt und deutscher Meister der Junioren im Rollkunstlauf. Er kann die coolsten Sprünge und Pirouetten auf Rollschuhen. Aber das, was hier so einfach aussieht, braucht viele Jahre, um sowas zu können. Aber Robin weiß ganz genau, wie man vom Anfänger zum Profi wird. Also ich bin Profi in Anführungszeichen geworden, indem ich einfach die ganze Zeit immer dabei geblieben bin, immer regelmäßig zum Training gekommen bin. Somit habe ich es dann bis zu den deutschen Meisterschaften auch schon geschafft. Und was kannst du anderen raten? Wie sollten sie anfangen, wenn sie auch Profi werden wollen? Man sollte auf jeden Fall sich am Anfang nicht überschätzen. Man sollte ruhig langsam anfangen, erstmal das Laufen lernen, nicht direkt mit den Sprüngen oder Pirouetten. Auf jeden Fall sollte man auch noch das Fallen lernen. Also auch nicht scheu sein, dass man mal fällt. Oh je, ich leg mich bestimmt gleich lang. Deshalb ist Sicherheit ganz wichtig. Wenn ich hinfalle, wie falle ich richtig hin? Ja, also beim Hinfallen ist es immer darauf zu achten, dass man nach vorne fällt. Vor allem, wenn man Schoner hat, kann man sich dann schön über diese Schoner abrollen. Das heißt, man fällt erst auf die Knie und rutscht dann so mit den Händen nach vorne. So, und das tut gar nicht weh und ist ganz wichtig für euch. Ihr müsst euch immer richtig gut sichern, schön Schoner anziehen überall und wenn es geht auch einen Helm. Das ist ganz wichtig, damit ihr euch nicht wehtut. Alles klar? Ja, für solche außergewöhnlichen Tricks, auch Elemente genannt, braucht man wirklich eine ganz lange Zeit. Aber Robin zeigt mir jetzt erstmal die besten und einfachsten Tricks für Anfänger. Dann legen wir mal los mit dem ersten Element, der Storch. Dort. Habt ihr dann gestreckte Arme und lauft auf einem Bein. Auf einem Bein? Das ist aber schon sehr wackelig, ne? Braucht man viel Balance. Ja, viel Körperspannung auf jeden Fall. Und aufgepasst! Nach 10 Versuchen ist mir der Storch dann gelungen. Sieht doch ganz gut aus. Ja, nach ein paar Malen ist es gar nicht so schwer, muss ich sagen. Aber es dauert natürlich ein bisschen, bis man das perfekt beherrscht. Jetzt hast du noch was Zweites für mich vorbereitet. Ja. Was wird das sein? Als Zweites machen wir jetzt die Hocke. Wir machen weiter mit dem zweiten Element, die Hocke. Bei der Hocke nehmen wir die Arme dann nach vorne, wenn wir laufen, und gehen dann mit dem Po ganz tief runter, so weit wie es geht. Und daran fährt man dann ein paar Sekunden. Das versuche ich mal. Und in die Hocke. Und jetzt vom Fünfer springen. Also die Hocke finde ich wesentlich einfacher als der Storch. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen drin, habe das ein bisschen geübt. Körperspannung ist ganz wichtig. Und jetzt hast du noch ein drittes Element für uns vorbereitet. Ja, das dritte Element ist der Häschenhüpfer. Häschenhüpfer, wie süß. Aber du musst mal keine Karotten essen, oder? Nein, natürlich nicht. Okay, ich bin gespannt. Jetzt kommt das letzte Element mit dem süßen Namen Häschenhüpfer. Sieht der so aus oder wie macht man den? Nein, also ungefähr. Also, man nimmt die Arme nach hinten, geht ins Knie runter und dann nimmt man die Arme nach vorne, geht aus dem Knie und währenddessen springt man hoch. Ah, ich bin immer noch ein bisschen wackelig, aber das mit dem Hüpfen klappt langsam auch ganz gut. Heute habe ich viel gelernt, da ist mein Weg zum Profi bestimmt nicht mehr weit. Mit den drei besten Anfängertipps könnt ihr jetzt die Rollschuhbahnen unsicher machen. Und das Einzige, was ihr braucht, ist Lust, Geduld, Spaß, Rollschuhe und Schoner natürlich, damit ihr euch nicht wehtut. Robin hat's vorgemacht und wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt? Genau, einfach nachmachen. Viel Spaß! Tago! Hier in Siegburg gibt es zum Glück keine Haie. Das liegt nämlich nicht am Meer, sondern in Nordrhein-Westfalen. Tauchen kann man trotzdem hier, denn es gibt ein riesiges und extrem großes Becken, was extra dafür gebaut wurde. Und da schmeiße ich mich jetzt rein und gehe mal auf Tauchkurs. So. Oh, atmen durch den Mund, wichtig. Wuhu, tauchen! Das Dive4Life-Tauchcenter in Siegburg ist eine der größten Tauchanlagen in ganz Europa. Das Becken ist 18 Meter breit und 20 Meter tief. Unglaubliche 3 Millionen Liter Wasser passen da rein. Damit auch echte Abenteuerstimmung aufkommt, gibt es sogar eine künstliche Ruinenstadt unter Wasser.
So, okay. So, das Becken habe ich jetzt schon mal gecheckt. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt habe ich nur extrem viele Sachen hier vor mir liegen und habe gar keine Ahnung, wie man die eigentlich benutzt. Dafür habe ich aber einen Profi neben mir, und zwar Lothar. Hallo, hey. Jonas. So, grüße dich. Du bist absoluter Tauchprofi und weißt Bescheid. Was ist das alles? Das ist unsere Ausrüstung, die wir brauchen, wenn wir als Presslufttaucher unter Wasser tauchen wollen. Wir fangen an mit unserer Flasche. Unsere Pressluftflasche, da haben wir Luft abgefüllt. Ja. Ungefähr 2000 Liter, also für das, was wir machen, heute auf jeden Fall ausreichend. Jetzt wäre es natürlich unpraktisch, die Flasche einfach so unter den Arm zu klemmen. Deswegen brauchen wir irgendwas, an dem wir die Flasche festmachen. Und da haben wir hier unsere Tarierweste, unser Tauchjacket. Jetzt kannst du die Flasche mitnehmen, wie bei einem Rucksack, einfach auf dem Rücken mit dir rumtragen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Luft aus der Flasche rausbekommen, sodass du die atmen kannst. Und dafür haben wir dieses Gerät. Das ist mein sogenannter Atemregler. Der wird dich nachher mit Luft versorgen. Und dann haben wir hier die sogenannte zweite Stufe. Das ist das, was du nachher im Mund hast. Du siehst hier, wir haben ein Mundstück mit Beißwarzen. Da kannst du nachher so fest drauf beißen, dass du den Atemregler unter Wasser auch nicht festhalten musst. Wenn ich ins Freibad gehe und tauche, dann merke ich ja manchmal so einen Druck. Jetzt gehe ich da ja durchaus ein bisschen tiefer runter. Kann da was passieren? Wir müssen natürlich einen Druckausgleich machen, wenn wir abtauchen. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich schon aus dem Flugzeug. Ja. Wenn ich da den Druckausgleich machen möchte, dann halte ich mir die Nase zu und blase etwas Luft gegen die Nase. Okay. Und wenn ich das gemacht habe, dann merke ich schon, wie meine Ohren aufgehen. Genau dasselbe machen wir, wenn wir jetzt gleich abtauchen. Gut, das klingt auch schon mal spannend. Hoffentlich kriege ich das hin. Ich werde aber erstmal mich dann mal schnell umziehen, oder? Alles klar. Gut, dann nehme ich das mit. Und geht's los. Ich befinde mich immer noch in diesem riesengroßen Tauchbecken zusammen mit Lothar. Du bist Tauchprofi. Hallo, ja. Das ist sehr, sehr gut, denn für uns geht es jetzt erstmal gleich weit runter oder mal schauen, wie weit es dann wirklich geht und ich das schaffe. Die wichtigste Frage, die ich jetzt noch habe, bevor es für uns runtergeht, ist, wie können wir eigentlich da unten reden? Genau, dafür haben wir eine spezielle Zeichensprache entwickelt. Mhm. Dieses Zeichen, das kennt man. Kennt man, ja. Heißt okay. Mhm. Was machen wir, wenn nicht alles okay ist? Das sieht so aus. Okay. Das heißt, ich fühle mich nicht wohl, irgendwas stimmt nicht. Ja. Wenn wir abtauchen wollen, haben wir dieses Zeichen. Abtauchen. Und wenn wir auftauchen wollen, natürlich dieses Zeichen. Wenn du mir zu schnell schwimmst unter Wasser, dann sage ich Stopp, warte. Mhm. Und wenn ich möchte, dass du irgendwo hinschaust, weil vielleicht irgendwas Spannendes zu sehen ist, dann sage ich, du schau mal da lang. Mhm. Okay. Das war es im Wesentlichen schon. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Dann sag mir doch mal einen Begriff und ich sage dir das Zeichen dazu. Wir probieren das mal aus. Abtauchen. Da. Alles okay? Ja. Stopp. Ja. Super. Okay, das gut. Reicht. Gut, das ist auch schon mal super. Dann sind wir bereit und dann kann es jetzt runtergehen. Ne? Dann legen wir los. Etwa 45 Minuten ist Jonas unter Wasser und taucht sogar bis zum Boden des Beckens, 20 Meter tief. Ich habe genau zwei Worte. Mega cool. Das war super. Ja, hast du super gemacht. Ganz toll. Wirklich Respekt. Okay, gut. Das war nämlich echt cool, auch bis nach ganz unten zu tauchen. Ja. Sagen, man fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen schwerelos. Man ist so irgendwie. Es ist mega cool, dass man überhaupt. Man kann auch so nach oben und nach unten. Man kann super viel entdecken. Und wenn da jetzt noch Fische sind, das muss ja Hammer sein. Ne? Ja, der ist natürlich noch schöner. Aber fürs erste Mal war das wirklich. Vielen, vielen Dank und ich verspreche eins, das war auch nicht mein letztes Mal. Ich mache das auf jeden Fall noch. Tago!
springen, campen und sich wie ein Ninja fühlen. Das geht hier im Trampolinpark Köln. Und mein Kumpel Tim hier denkt, er ist der bessere Ninja von uns beiden. Aber wir werden mal sehen, wer hier zuletzt lacht. Huah! Im Jump House gibt es unterschiedliche Stationen, an denen man sich richtig austoben kann. Alles besteht hier aus Trampolin oder schwierigen Aufgaben, die man erledigen muss. Der 9-jährige Tim hat eine ordentliche Portion Kampfgeist mitgebracht und tritt in verschiedenen Aufgaben gegen mich an. Das klingt nach Spannung, Spaß und Action! Challenge Nummer 1: Känguru springen. Beim Känguru-Springen wird so hoch wie ein Känguru von Trampolin zu Trampolin gesprungen. Und was hat das jetzt mit Ninja-Sein zu tun? Ein Ninja fällt niemals hin und ein Ninja setzt niemals neu an. Ein Ninja macht weiter und zieht durch. Und los! Wer ist schneller? Und spring! Tim ist etwas weiter vorne. Flitzy springt um ihr Leben. Und eins, zwei, drei, beide zur selben Zeit am selben Ort. Flitzy mit einer guten Einlage, aber Tim ist Erster im ersten Spiel. Und noch Fragen? Hey, nicht so frech. Zwei Aufgaben haben wir noch und dich mache ich dann platt. Challenge Nummer 2: Survival Jump. Hochspringen, ducken, ausweichen und aufpassen. Beim Survival Jump geht's ums Überleben. Ganz im Ninja-Style muss man hier im richtigen Moment springen, sich ducken und den Fokus behalten. Wer das nicht schafft, der ist kein richtiger Ninja. Du bist doch viel zu klein für das hier. Ich bin zwar klein, aber oho. Na, dann schauen wir mal, was du kannst, Tim. Tim mit dem ersten Sprung, Flitze mit dem zweiten. Tim macht den dritten, Flitze den vierten. Oh, beide schaffen den Absprung, beide ducken sich. Und da hat es Tim nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu springen. Eins zu eins, unentschieden. Und wer die nächste Runde gewinnt, der ist ein richtiger Ninja. Ey, was machst denn du da? Ach, nix. Laber nicht so viel. Auf zum nächsten Spiel. Alles klar. Challenge Nummer 3: Ninja Box. In der Ninja-Box ist Akrobatik angesagt. Nur wer hier den längeren Atem hat, die meiste Kraft und die absolute Balance, der hat das Zeug zum richtigen Ninja. Bist du sicher, dass du dich das traust? Du kommst doch keine 2 Meter weit. Wir können doch einfach aufhören und ich habe gewonnen. Ganz schön frech, der Gute. Aber es geht los für mich, die erste Runde. Schaffe ich es? Na, es sieht ein bisschen schwierig aus. Ich mache mich nicht so gut. Oh, da konnte ich nicht mehr die Balance halten und falle hin, aber habe es mit 34,2 Sekunden geschafft. Jetzt entscheidet sich alles. Wer ist der bessere Ninja? Tim legt los. Keine Probleme an der ersten Station. An der zweiten Station spaziert er auch einfach nur so durch und auch an der dritten. Ach, wie ein Meister hat er das gemacht mit 30,1 Sekunden. Fairer Kampf, absolut verdient und richtig gut gemacht. Und weißt du, was du jetzt bist? Fertig? Ja, auch, aber du bist jetzt ein richtiger Ninja. Wow! Tja, Flitzy, leg dich niemals mit einem Ninja an. Wow, das hat richtig Spaß gemacht, aber beim nächsten Mal gewinne ich und dann bin ich hier der Ninja. Dafür musst du aber erstmal an mir vorbei. Okay, vielleicht überlege ich mir das nochmal, aber wenn ihr auch mal ein richtiger Ninja sein wollt und die Trampoline unsicher machen möchtet, dann schaut doch einfach mal nach dem nächsten Trampolinpark in eurer Nähe und tretet gegeneinander an. Wow!